Morgen. Ich bin wieder mal unterwegs mit dem Paddelboot, dem Fahrrad und dem Kastenwagen und will für ein paar Tage paddeln. Ich bin hier an der Lue in der Heide und werde heute hier auf diesem Fluss paddeln. Und in den nächsten Tagen werde ich noch zur Ilmenau fahren. Schauen wir mal, was mich da so erwartet. Die Lue gehört zu einem der schönsten Kleinflüsse für Kanuwanderer im Heidegebiet südlich von Hamburg. Inmitten der Lüneburger Heide entspringt sie bei Bispingen und schlängelt sich durch eine traumhaft idyllische Naturlandschaft, um dann kurz hinter Winsen in die Ilmenau zu münden. Mal fließt die Lue ruhig dahin, mal läuft sie in flotter Strömung. Für Abwechslung ist also gesorgt. Hier und da gibt es durch einige Stromschnellen auch ein bisschen Action. Der idyllische Heidefluss Ilmenau ist ein weitgehend naturnahes Fließgewässer mit zahlreichen Seitenbächen. Er ist der größte und wichtigste Fluss in der Lüneburger Heide. Die Ilmenau entsteht bei Uelzen durch den Zusammenfluss von Gerdau und Stederau, um dann traumhaft abwechslungsreich durch weite Wiesen und Weideflächen, Sümpfe und Bruchwälder nach Lüneburg zu fließen. Der Fluss mündet in die Elbe. So wie hier muss auf allen Heideflüssen jederzeit mit umgestürzten Baumhindernissen gerechnet werden. Das Umtragen bzw. Aus- und Einsetzen ist teilweise nicht unbedingt einfach. Auch wenn es von weitem nicht immer so aussieht. Oft gibt es noch einen Durchschlupf für mein Boot. Vor mir taucht die riesige Trogbrücke des Elbe-Seidenkanals auf, scherzhaft auch Heide-Suez-Kanal genannt. Der Kanal liegt deutlich über dem Gelände und überquert in diesem Abschnitt Flüsse und Straßen. Die Ilmenau wird bei Jastorf zweimal überquert. Mich fasziniert dieses Bauwerk jedes Mal aufs Neue, wenn ich sehe, welches Gewicht diese Trogbrücke aushalten muss. Thank you.
auch die etwa 118 Kilometer lange Wümme entspringt in der Lüneburger Heide und fließt auf ihrem Weg durch eine abwechslungsreiche Landschaft in Richtung Bremen. Hier vereinigt sie sich mit der Hamme zur Lesum, die wiederum in die Weser mündet. Die Wümme ist zurzeit ab Lauenbrück unter bestimmten Voraussetzungen für das Wasserwandern freigegeben. In diesem Bereich ist der Fluss allerdings sehr schmal und viele Büsche behindern ein zügiges Vorankommen. Auf allen in diesem Video beschriebenen Flüssen gibt es aus Naturschutzgründen sehr viele Befahrungsbeschränkungen. Zur Information habe ich in der Beschreibung unten einen Link eingestellt. Bei eigenen Befahrungen bitte unbedingt beachten. Die Männer mit den roten Autos probieren neue Pumpen aus. Sie haben mir aber fest versprochen, für meine Paddeltour noch etwas Wasser am Fluss zu lassen. Viele Wehre zwischen Rodenburg und Hellwege wurden zurückgebaut oder wie hier außer Betrieb genommen. An manchen Stellen gibt es dafür künstliche Schwelle, um den Höhenunterschied auszugleichen. Thank you.